Netzwerken ist das A und O. Als ich selber gegründet habe, habe ich versucht, mit so vielen Leuten wie möglich über meine Idee zu sprechen, einfach um Feedback zu bekommen oder um weitere Ratschläge zu bekommen. Und dafür sind einfach solche Abende unglaublich geeignet. Man findet Berater, man findet andere Gründer, man kann sich austauschen und ja, es führt eben dazu, dass man nicht jeden Fehler selber machen muss, weil man ihn möglicherweise von anderen vorher gesagt bekommt und deswegen vermeiden kann. Es gibt halt diese Statistik, die da besagt, mehr oder weniger 90% der Startups scheitern. Die scheitern natürlich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir versuchen zum einen natürlich so ein bisschen aufzuschlüsseln, warum scheitert man, wie geht man damit um, das ist ganz wichtig. Und zum anderen versuchen wir natürlich aber auch dieses Scheitern, was dann da stattfindet, so weit zu entstigmatisieren, dass man, wenn man hier steht und gründet, nicht die Angst haben muss, was passiert denn, wenn es nicht klappt.